und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe hier hinten ein paar Schalkerkisten aufgestellt. Was hat es da wohl drin? Ach was, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, denn im Titel wird es ja wahrscheinlich schon stehen. Ich habe ihn zwar noch nicht im Kopf, was ich da überhaupt reinschreiben will. Aber ich denke, Skydrops wird definitiv drinstehen. Ich habe 10 Tage lang Skydrops gemacht für euch. Und zwar mit dem Biergottrang. Das sind 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Das sind 10 Skydrops. Die habe ich einfach an 10 verschiedenen Tagen gemacht in der letzten Zeit. Über 2 Wochen oder so. Ich habe nicht jeden Tag dran gedacht. Oder hatte nicht jeden Tag Zeit. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was da überhaupt so drin ist. Weil es hat doch einige geile Sachen drin. Aber Schluss mit Quatschen. Reinschauen. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir schauen einfach ein bisschen durch und ich zeige euch dann auch die Highlights. Wenn ihr seht, am ersten Tag haben wir immer ein paar Köpfe drin. Köpfe hat man oft drin, das muss man sagen. Momentan hat das gemeißelte Steinziegel mit Silberfischen drin. Wenn ihr die dann abbaut, dann kommt da ein Silberfisch raus. Smaragdblöcke, Redstoneblöcke, Smaragderz und ein bisschen dunklen Prismarin. Mega geil, aber jetzt das Highlight. Hier, eine Farmweltpicke. Momentan haben sie Farmweltpicken drin mit Haltbarkeit 4. Das natürlich schon mega, mega, mega sexy. Ja, weil sowas kannst du ja nicht auf normalem Weg machen. Haltbarkeit 4 gibt es ja nicht. Dann hat es einen Tag gehabt, wo mehrheitlich Erze drin waren. Ein paar Köpfe. Ja, das war so ein Standardtag, aber cooles Zeug. Ich meine, Eisenerz und Steinkohle und Biererz. Was will man mehr? Hier seht ihr einen Tag. Ja, genau, hier hat es eine Lederrüstung drin gehabt. Und zwar hat die auch ein paar Verzauberungen, die recht nice sind. Wird wahrscheinlich ein Sammelstück nachher sein. Steinkohle, Amboss und ein paar Köpfe, ja. Hier schon wieder. Hier hatte ich wieder Glück. Eine Farmweltpicke mit Haltbarkeit 4. Ich werde mir definitiv diese Haltbarkeit irgendwo auf eine Reparaturpicke machen. Denn da muss ich sie weniger mit XP reparieren. Noch die Schuhe zu der Lederrüstung und sonst viele Köpfe. Und ein Lohei. Spawnig. Hier ein bisschen Redstone-Technik, Köpfe, Redstone-Erz, ganz schön ein bisschen Dia-Erz. Und hier war das ein spezielle noch, ja genau, die Käse-Sahne-Torte. Mit einer Signatur, also wieder ein Sammel-Item, was ihr nur über die Skydrops bekommt oder ihr müsst die selber kaufen. Das war ein fetter Tag. Hier hat es relativ viel gegeben. Hier haben wir nochmal die Käse-Sahne-Torte gehabt. 2 goldene Apfel, die sind natürlich auch mega cool. Kann man verkaufen, kann man sammeln. Ich brauche sie ab und zu fürs Ende oder so. Zweimal, hier bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, hier war nicht zweimal die Lederrüstung drin. Die habe ich irgendwie vergessen, irgendwo anders reinzupacken. Ja, seid nachsichtig mit mir. Aber das hier auch wieder, Farmwelt-Axt, mega cool, Haltbarkeit 4. Die werde ich vielleicht verkaufen, weil, ja, ich brauche so selten Äxte. Und sonst mache ich mir ja dann irgendwann mal eine Beacon-Axt. Oh ja, die Beacon-Werkzeuge. Soll ich da mal ein Video dazu machen? Oder zur Beacon-Rüstung? Ist da Redebedarf? Beacon Picke habe ich jetzt zwar keine, aber ich kann euch ja dann darlegen, warum ich keine gemacht habe. Und ja, sagt mir in den Kommentaren Bescheid, wenn da Interesse besteht, dann mache ich mal wieder zu meiner Ausrüstung. Besteht größtenteils aus Beacon. Dann hier, nächster Tag. Ein bisschen Nitterquarzerz, Diamanten drin gehabt und Lapis. Wieder Lapis-Erz.
und viele Köpfe. Hier, das war ein mega dünner Tag, dafür ein paar geile Sachen, finde ich. Also hier, die Steinziegel finde ich noch cool. Ich brauche die Silberfischchen dann, ich werde die ein bisschen verteilen. Redstone-Block kann man nicht mehr brauchen, Redstone sowieso, Golderz wieso auch nicht. Und Seelaterne. Aber wieder das Highlight hier. Oh, wie schön ist das. Die werde ich auch verkaufen. Weil, was hängt auch wieder zusammen mit der Beacon-Rüstung. Wenn ich die auf meine Beacon-Rüstung machen würde, würde ich wahrscheinlich meine Beacon-Rüstung verschlechtern. Jo. Darum werde ich sie verkaufen, aber für jemanden, der eine Dia-Reparaturrüstung macht. Perfekt. Wunderschön. Federfall 5. Was willst du mehr? Da stirbst du nie mehr an Fallschaden. Hier weiß ich noch, das war eigentlich Erz. Das habe ich mit Glück 3 Picke mal noch zerstört, um ein bisschen zu zeigen, was da drin steckt. Das waren, glaube ich, auch irgendwie 16 Erze oder so. Ja. Mal eine normale Axt. Oh, genau. Ein Lava-Eimer. Mit, ja, ein Sammel-Item mit einem kleinen Text, wo man auch mal schmunzeln kann. Hier eine Lederrüstung, wieder die Hose, ich glaube, jetzt habe ich zweimal Hose und einmal Schuhe oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Schlussendlich haben wir hier noch ein Endkristall. Und ja, Endkristall, cool, oder? Ich weiß gar nicht, was die wert sind, 200 Mark oder so. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Und zum Schluss haben wir nochmals, ich hatte mega Glück, muss ich sagen. Hier ein paar normale Sachen, Redstone, TNT und wieder die geilen Schuhe. Ich werde die auch wieder verkaufen in meinem Shop. Ja, brauch sie halt nicht. Aber ich find's mega cool. Ich stehe sowieso auf Ausrüstungsgegenstände. Ich stehe drauf. Ich stehe wirklich auf Ausrüstungsgegenstände. Das ist halt schon sexy. Ja. Jetzt mal eine Frage an euch. Wie findet ihr die Skydrops? Ich finde sie mega cool. Die haben doch immer wieder einige geile Sachen drin. Lohnt sich also, die abzuholen. Jetzt diese 10 Tage, das waren 50 Skydrops. 50 Stück. Die könnt ihr nur in der Farmwelt machen und habt nur, also 5 Stück pro Tag habt ihr nur mit dem Biergottrang und mit dem Horst sind es, glaube ich, 2 Stück. Und darunter gibt es keine. Aber hey, aus 50 Skydrops habe ich einiges bekommen, was an Wert hat, was ich verkaufen kann, was ich brauchen kann und das einfach gratis. Ich find's cool und danke dem Server. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.